Komisch, dass keiner den Wagen mochte, ne? Ich dachte mal, Kost wäre das unbeliebteste Auto gewesen, aber ja, anhand meiner uralten Sammlung bin ich in anderen belehrt, aber kannst ja einfach mal komplett sortieren eben auf der Seite für den Exchange. Wie viele Basisstrecken gibt es? Wie viele Island-Strecken gibt es? Und wie viele Co-Strecken gibt es? Ich glaube auf jeden Fall, Island gewinnt definitiv. Also davon können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Aber ich glaube, das wird so sein. Coast kommt dann auf den zweiten Platz und Bay definitiv auf den dritten. Also bestimmt wie diese komische Eiskarre vom ersten Teil. Die wollte wahrscheinlich auch keiner fahren, weil die auch so ganz komisch ist. Obwohl, ich glaube, ich fand das Desert-Auto immer bescheuerter damals. Nachträglich, ich habe es ja nachgeholt. Ich habe ja nie damals den ersten Teil gespielt. Aber das, die Desert-Karre war die Karre, die irgendwie, wenn du zu stark lenkst, immer gleich umkippt. Ekelig, da muss ich immer an den Krankenwagen in GTA 3 denken. Das war genauso, wenn du ein bisschen zu viel hin und her gelenkt hast, links und rechts, ist das Ding auch immer umgefallen. Ja, eigentlich keine besondere Strecke, einfach nur Bahn. Sie zur Arbeit fahren, einfach nur fahren. Angel. Bad dann 06 Krasi Loops. Ah, ich würde sagen, das war's dann mit den Co-Strecken. Und schon wieder Island. Aber naja, wie ganz den Leuten war übel, ne, dass die immer dieses Auto genommen haben. Oder diese Strecke. Es ist ja eben die schnelle Strecke mit Loopings und Schwungchancen. Das ist toll. Das macht Spaß. Okay. Das ist ja so, ne? Da haben wir immer das spaßigste Auto genommen. Das Coach-Auto ist ja nicht so spaßig, das ist ja so träg, stumpf, okay, du sollst aber nur da, einmal einen U-Turn machen und dann... Hä? Sollst du die ganze Zeit hin und her fahren? Brauchst du ja gar nicht, du kannst einfach nur hier, und der nächste Checkpoint. Und der nächste Checkpoint. Was sagst du denn, du Scheiß? Ist da hinten dann jetzt auch noch mehr Checkpoints? Ich habe auch keine gesehen hier. Oder? Nee, da sind nur die zwei. Hä? Ganz unten? Ich hab keine Ahnung. Hä? Wie geht's denn hier weiter? Da ist nur die Ecke. Da kommst du irgendwie von oben? Ey, muss mal gucken hier, bevor ich die komischen Checkpoints dadurch fahre. Ja, keine Betriebsanleitung mitgegeben hier. Da ist dieses komische Ding, der muss ja von den Checkpoints da drüben irgendwie sein, ne? Da muss ja einen Checkpoint dahin führen. Du Idiot, das ist nicht ganz unten, sondern das Ding. Bisschen tiefer. Kannst auch so machen hier. Noch dummer bist du. So, guck mal, hier machst du einfach so. Ich glaube, darauf bin ich damals auch gekommen, wie scheint. Sonst wäre ich auf jeden Fall zeittechnisch viel schlechter gewesen. Oh Gott, ich hasse diese komischen Seitwärtsdinger. Da weißt du nicht, wo du hinfahren sollst, wenn das Ding aufhört. Ich habe Angst, ich weiß nicht, wo es hingeht. Oh Gott, wo muss ich hin? Ist das richtig? Ruhig bei. Ich hasse diese gewölbten Kurven, ey. Du kannst einfach nicht sehen, wo du hinfahren musst. Du kannst echt nur raten. Was ist das für ein Fake hier? Aber auch lustiger Fake. Du sollst denken, du sollst da hinfahren. Nein. Tust du aber nicht. Oh nein, nicht schon wieder diese U-Dinger. Darauf. Oder muss ich hier runter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte runter. Ist hier ein Checkpoint? Hier ist kein Checkpoint. Okay, dann solltest du wahrscheinlich schon früher eigentlich runter. Müssen wir orientieren hier. Ich sage, da gibt es keine Betriebsanleitung hier für diese Scheißstrecke. Hey, sind die immer noch verwirrter? What the? Hä, die hört einfach auf? Das ist ein Looping? Oder sollst du hier geradeaus weiterfahren und irgendwie weiterspringen? Nee, hier ist nichts.
Hä? Was ist das für eine Strecke? Die verwirrt mich ja richtig hart. Ach so, toll. Hä? Aber warum ist denn hier unten ein Checkpoint? Wenn du hier unten eher am Arsch bist, aber du musst irgendwie da oben bleiben. Oder musst du dann jetzt eine komplette neue Runde machen? Ist das gewollt? Wer baut jetzt so einen Mist? Das ist richtig dumm. Das ist dein Fehler, den du machen musst. Und dann musst du den ganzen Scheiß normal fahren. What? Ach nee, deswegen ist das Finish hier. Du sollst eigentlich wahrscheinlich erst oben hinfahren, wo ich runtergefallen bin. Und dann sollst du da runterfahren und dann den Checkpoint einsammeln. Ah, I'm stupid. Gehört das zum Lied? Dieses komische... Ich glaube ja. Ich habe das Lied nie so weit gehört. Verwirrt, bin total verwirrt, ey. Ich gucke jetzt mir nach hinten. Nicht, dass irgendjemand mit einer Dudeltröte jetzt gerade hinter mir steht. Oh Gott, jetzt kommt wieder der furchtbare Käse hier. Ich will doch die Strecke nur beenden. Wann kommt dieses komische andere Teil hier? Da so. Jetzt passen wir mal ein bisschen auf. Jetzt fahren wir nicht immer stumpf geradeaus. Sondern wir fahren jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo fahren wir jetzt hin? Da links, rechts? Das ist ziemlich gemein, ziemlich gemein! Treppe, 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 guck mal, da bin ich gewesen. Treppe, Treppe, Treppe falsch. Hä? Muss ich irgendwo abbiegen oder so? So, du sollst ja wahrscheinlich irgendwo hier durchfahren, ne? Geht das überhaupt? Nein, hier kannst du nicht durchfahren. Das geht wahrscheinlich nur bei den untersten Punkt. Hier geht das auch nicht. Hier geht's auch nicht, aber es geht auch nicht tiefer, oder? Kann man die Kamera verschieben? Ah, der ist tiefer, glaube ich. Ja, der ist tiefer und dann sollst du hier fahren. Darauf sollst du kommen, das ist ja wirklich eine Rätselstrecke hier. Hallo, du weißt, dass ich hier unter Rätsel stehe. Ah! Achso, dann landest du wieder nur hier, toll. Hä? Dann kannst du den ganzen Käse doch sparen. Dann kannst du einfach so fahren. Geht doch viel schneller. Kann doch wieder schummeln hier, ne? Wir schummeln hier wieder hier mal ein bisschen. Brauchst du diesen dummen Checkpoint da oben, dann kannst du einfach dumm runterfahren. Da brauchst du diesen komischen Viereck, hast du gar nicht da. So, und jetzt einfach stumpf drehen, warum auch immer der Typ das. Oder ist da oben noch ein Checkpoint? Ja, sag mir nicht, das ist doch ein Checkpoint. Hör auf. Nein, da war nicht nur ein Checkpoint. Wow, ich bin 6 Sekunden besser als ich damals. Katastrophal. So, da wir jetzt wissen, wie die Strecke tickt, fahren wir jetzt noch einmal und schwingen in den Mittelfinger. Gerade weil ich jetzt schummeln kann. Ich kann schummeln. Ich habe diese Strecke analysiert. Ich werde jetzt die Bestzeit machen auf der Welt. Wenn ich wüsste, was die Weltscore ist, dann müsste ich auch auf Trackmania Sunrise Exchange gucken. Ja, da sind wir wieder, ne? Solange die Strecke, Seite existiert, ist das ja kein Problem. Aber wenn sie nicht existiert, wo willst du dann noch die ganzen Rekorde gucken? Ist ja nicht so, dass sie irgendwie eingebaut sind im Spiel. Das ist ja beim neuen Trackmania so. Dass, ja, die ganzen Strecken und ich glaube die Rekorde und so weiter, das ist alles ja mittlerweile eingebaut. Im Spiel selbst. Aber nachher sollst du dann eben auch Premium dann bezahlen, ne? Das Spiel ist zwar Free-to-Play, aber das meiste davon kostet eben Geld, wenn du ein bisschen mehr fahren willst. Also die Standardstrecken, die dir mitgegeben werden. Ja, ich spiele jetzt mal Trackmania 2 weiter. Habe ich auch noch nie wirklich viel gespielt. Denkt immer noch an Trackmania, Sunrise Fest, ne? Du lebst in der Vergangenheit. Ja, ich weiß, ich lebe in der Vergangenheit. Ja, wirklich ein scheiß Kackernst, du Hurensohn. Ich ficke dich. Mann, jetzt... Mann, fährst du schon 6 langsam und entweder so seitwärts und dann fliegt die scheiß Kiste einfach auf dem Rücken, ey. Hör auf! Genau, warum hast du eben gerade gemeint? Oh, ich werde mal den Scheiß geschluckt hier. Oh, ich bin aber bei 3 Minuten besser. Okay.
Genau wie hier muss das ganze Ding ja auch nicht durchfahren. Moira Rival stumpf hier. Auch überleben und dann einfach drehen. Und durchs Ziel fahren. Guck mal, ich war auch durchs Ziel. Aber diesmal, ja, gewinne ich auch. Ah, mein Gott, ich habe seine Messer geschlagen. Ja, weil er wahrscheinlich über seine Klötze da gefahren ist. Eine dumme Klötze. Bescheuerte Strecke, dumme Strecke. Gute und dumme Strecke war das. Der grüne Prinz. Bloody Roadworks. Das sieht aber auch wieder nach einer Demo-Strecke aus, was auch immer das gerade eben war. War das gewollt? Soll das so sein? Achso, nee, ich sehe gerade, ich habe gebremst. Ah, sogar egal, wo du theoretisch durchfährst. Hauptsache, du fährst irgendwo durch. Ja, ich glaube einfach nach rechts, ne? Was der einzige Punkt ist, den ich hier sehe. Braystrom. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe es, dass das Spiel so scheiße unrealistisch ist, dass man in der Luft bremsen kann. Und an den Punkten, wo man hin will, zum Vorbeifliegt. Will man, dass man dagegen fliegt oder da reinfliegt? Wahrscheinlich. Wo soll die sonst hinführen, ne? Da bin ich, mit kleinem Umweg. Ist irgendwo ein Checkpoint? Ja. Der ist trotzdem 11 Sekunden besser. Mann, 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 wie schlecht bin ich denn damals gefahren, Zölle? So schlecht. ich hab's wahrscheinlich damals auch nicht neu probiert. Ich habe auch nur einmal gefahren und dann von wegen so, lass stecken, Mann. Guck mal, da überhole ich mich schon. Ja, aber damals habe ich das beim ersten Mal richtig gemacht. Alles klar. Ja, ich denke aber mal, dass du hier fahren musst. Einfach so. Weil da waren wir ja zwar schon, aber nicht auf der Ecke, ne? Achso, Geschwindigkeit? Wofür? Wofür brauche ich hier Geschwindigkeit? Ich wollte gerade sagen, fahr mal meinen Typen hinterher. Achso, wahrscheinlich die Sprungchance? Nee, die kannst du ja nicht wirklich nutzen. Hä? Ich hab keine Ahnung warum. Da muss ich noch einen weiter. Aber da war ich doch hier einen weiter nach links. Wo ist denn der Scheiß-Ziel? Ja, du hilfst mir auch nicht gerade weiter, mein Ich von damals. Wo ist das Scheiß-Ziel zur Hölle? Das kann doch nicht angehen. Ist das auch irgendwo auf einer einsamen Insel hier? Wo ist das? Ich hab's nicht gesehen. Das ist das Startziel. Aber da kommt keine Sprungchance oder so, wie du hinkommst. Da fahre ich einfach zurück. Ist auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, mein altes Ich fährt hier immer noch irgendwie spazieren, aber. Keine Ahnung, wo hier das Ziel ist. Das ist wahrscheinlich der Kniff dieser Strecke. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Weiß ich doch nicht. Oder vielleicht muss ich doch wieder einen weiter links, aber. Dafür brauche ich Geschwindigkeit, um auch wieder einmal rüberzukommen hier. Ah, den höchsten Punkt habe ich ja ganz am Anfang am Start. Aber zurückgesetzt, vielleicht sieht dann das Ziel. Wo ist das Ziel, Hölle? Wo ist das Ziel? Wo ist das fucking Ziel? Du Dreckstrecke. Ah, hier kannst du nicht runterfahren. Wo ist das Ziel? Und das Scheiße. Das ist das Ziel. Hä? Wie soll es denn da hinkommen? Jetzt bin ich aber komplett verwirrt, ey. Ja, das ist da oben, aber wie kommst du denn? Hä? Kommst du auch nicht mit der Sprungchance denn? Hä? Wie ist der verwickelt, Alter? Du zum Ziel kommen? Ich versteh's nicht. Das Ziel ist da ganz oben. Oder kommst du mit den Dingen da oben hin? Hier. Mit den Sprungdingern. Ah.
Das ist mir trotzdem zu dumm. Mann! Dumme Strecke, ey. Das ist ja dumm, dass du dann die das Teil da nehmen musst und dann musst du da rausspringen und dann bist du dann da ganz oben. Der war wohl auch unbefangen. Total bescheuert, Strecke. Komm mal, jetzt heißt es, die Strecken sogar total bescheuert.